Hallo zusammen, hier ist wieder Hotla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns als Ventier erspielen können. Und zwar schimpft sich das Mount Gruft Gargon und dieses können wir dadurch erspielen, dass wir bei den Ventier einmal anheuern und dann die Kampagne ein bisschen vorantreiben. Wenn ihr nämlich bei der Ventier-Kampagne bei 5 von 9 seid, da müsst ihr dann hier oben so Spiegelfragmente besorgen und sobald ihr das getan habt, also das 5. Kapitel abgeschlossen habt, bekommt ihr dann dieses schicke Mount hier und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich hatte euch ja schon das von den Necrolords gezeigt. Okay, jetzt geht's richtig ab hier, all the things mit dem Sound. Ich würde sagen, wir gucken es uns jetzt mal hier an. Gruft Gargon, hier haben wir es. Von dieser Art Mount, ne, kann man ja noch, ich würde eher sagen, dass es ein Bär ist. Andere würden sagen, es ist vielleicht ein Hund. Keine Ahnung, was es für ein Gemixe ist, aber so die Grundform von dem Bären hat das in WoW. Schauen wir mal das Mount Special an. Okay, es sucht hier was und gräbt so ein bisschen in den Boden ran. Ah, schau mal, es holt einen Knochen raus. Ja, ist ein ganz schickes Ding. Es gibt von der Variante bei den Ventier noch einige mehr. Das erste von der Art habe ich mir jetzt geholt. Wie gesagt, die Kampagne bis auf 5 müsst ihr spielen. Später könnt ihr euch dann bei einem Händler und von anderen Rares noch wesentlich mehr holen. Die zeige ich euch aber dann, wenn ich meinen Twink hier noch ein bisschen weiter durch die Kampagne bzw. durch die Zone im Allgemeinen durchgeprügelt habe. Und ja, zur Erwähnung sollte ich auch noch bringen, dass es natürlich bei den anderen Covenants auch solche Mounts gibt. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie weit ihr da in der Kampagne drin seid. Ich habe ja euch das von den Necrolords gezeigt. Das gab es etwa auf einer ähnlich hohen Kampagnenstufe. Und von den Nightfear habe ich euch auch schon eins gezeigt. Das bekommt man relativ am Anfang. Ich werde jetzt dann dementsprechend noch bei den Koreanern den Twink hochspielen. Und dann werden wir uns das da auch noch anschauen. Gut, für das kleine Video soll es das gewesen sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr beim nächsten Mal wieder rein. Euer Tila, bis dann. Ciao.